ungefähr 44 Millionen Antibiotika-Packungen jährlich in Deutschland verschrieben werden. Was denkst du, stark verallgemeinert, wie viele davon sind wirklich notwendig? Ganz generell sind wahrscheinlich nicht mehr als 10 bis 20% notwendig. Also es muss jedem klar sein, dass er mit seinem Antibiotikum, was er einnimmt, auch Bakterien schädigt, die für den Körper enorm wichtige Funktionen aufrechterhalten. Sie können da einem Patienten eine Viertelstunde erklären, wie er als einen Harnwegsinfekt ohne Antibiotikum behandeln kann. Sie können ihm aber auch in 3 Minuten ein Rezept für ein Antibiotikum aufschreiben. Also wenn ich als Patient dreimal oder viermal in einem Jahr wegen einer Nasennebenhöhlenentzündung bei einem Arzt war, dann muss ich mich halt fragen, ist das die richtige Art der Behandlung, die ich da kriege? Warum kriege ich das immer wieder? Was kann ich vielleicht ändern und mich selber darum kümmern, wenn ich merke, dass mein Arzt sich die Frage vielleicht nicht stellt oder er keine Zeit dafür hat oder so. Die schiere Zahl von Patienten, die damit schon mal behandelt worden ist, die ergibt eine enorm hohe Rate an Fluoroquinolonen-Opfern. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe Dr. Stefan Pieper rund um das Thema Fluorchinolone. Fluorchinolone, ja, sind eine spezielle Antibiotikagruppe, ja, die teilweise sehr, sehr unerwünschte Nebenwirkungen haben können. Und ja, damit hat sich der Stefan sehr intensiv beschäftigt die letzten Jahre. Ist auch ein Schwerpunkt in seiner Praxis und er hat auch ein Buch dazu geschrieben. Und ja, Stefan, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit berichten, bevor wir dann direkt in die Thematik einsteigen. Vielen Dank, Sören, erstmal für die Einladung, dass ich hier nochmal alles erörtern kann über das Thema. Das ist ein wichtiges Thema. Ja, ich sitze am Bodensee und betreibe mit meiner Frau zusammen eine integrative Praxis, Schulmedizin, Alternativmedizin, Ernährung, Homöopathie, orthomolekulare Medizin, also mitochondriale Medizin. Also so ein ganz interessanter Fächer und dabei behandeln wir halt auch sehr viele chronisch Erschöpfte, sehr viele Autoimmunerkrankungen und so Patienten, die vielleicht auch schulmedizinisch an den Grenzen sind. Und in dem Zusammenhang habe ich dann in den letzten Jahren immer wieder häufig Patienten gehabt, die, wie sie selber dann sagen, befloxt sind. Also die sind mit einer bestimmten Antibiotikagruppe vergiftet. Das sind diese Fluorquinolone. Und da ich dann gemerkt habe, dass der Mechanismus dieser Vergiftung eigentlich zellulär so abläuft, dass da Funktionsstörungen auftreten, die auch bei Chronic Fatigue oder bei anderen ähnlich gelagerten Syndromen auftreten, habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, habe dann auch mehr Patienten gehabt in der Richtung. Habe dann sogar mich auch ein bisschen wissenschaftlich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und ja, und daraus ist dann mehr oder weniger so eine Art Spezialgebiet geworden, was ich jetzt schon schwerpunktmäßig betreibe. Aber wir haben natürlich immer noch ein breites Patientenklientel. Aber du bist quasi schon so eine Anlaufstation für Leute, die gefloxt wurden und dann da ja diverse Probleme dadurch bekommen haben. Ja, ich fühle mich schon so. Ja. Es gibt nicht so viele Ärzte, die jetzt da als Anlaufstelle fungieren. Es gibt schon außer mir auch noch andere, aber nicht so viele. Und da es so wenig sind, da fühle ich mich eben auch in der Pflicht, dass ich dann diese Patienten auch annehme und behandle, soweit das geht. Aber manchmal sind es auch dann so viele, dass das eben in unserer kleinen Praxis gar nicht richtig machbar ist. Aber das ist eigentlich schon mein Anspruch, dass die Patienten eben auch dann ärztlich versorgt werden. Okay, diese Fluorchinolone sind ja eine spezielle Antibiotikagruppe. Wenn wir jetzt nochmal generell auf das Thema Antibiotika schauen, da habe ich eine Statistik, dass ungefähr 44 Millionen Antibiotikapackungen jährlich in Deutschland verschrieben werden. Was denkst du ganz generell, stark verallgemeinert, wie viele davon sind wirklich notwendig? Also ich würde mal sagen, jetzt wirklich ganz generell und aus der Hausarztpraxis gesehen, würde ich sagen, sind wahrscheinlich nicht mehr als 10 bis 20% notwendig. Und selbst da kann man noch ein Fragezeichen hintermachen. Dieses Urteil, das sehe ich
Und das habe ich auch deswegen, weil ich eben bei allen Patienten, die ich habe, inzwischen eine ganz, ganz sorgfältige Antibiotika-Anamnese mache und frage, wann haben Sie was genommen, weswegen haben Sie das genommen, wie lange haben Sie das genommen und eben vor allen Dingen natürlich die Fluoroquinolone, das muss ganz genau dokumentiert sein und auch dann die kumulierte Dosis, die Gesamtdosis ausgerechnet werden, aber eben auch andere Antibiotika und die dazugehörigen Erkrankungen. Und da ich inzwischen auch relativ viel Arztberichte und Gutachten dazu schreibe, habe ich dann eben auch festgestellt, dass die Richtlinien und die Leitlinien zu diesen Erkrankungen, die da behandelt werden mit Antibiotika, inzwischen so stark modernisiert worden sind und die Fachgesellschaften auch da so schnell reagiert haben, dass in den Leitlinien diese Antibiotikagruppe kaum noch vorkommt und auch andere Antibiotika, beispielsweise bei einer Bronchitis, wo halt früher immer halt ein Antibiotikum eingesetzt wurde, da wird es in der Leitlinie praktisch gar nicht mehr empfohlen, dass man das überhaupt noch gibt. Das ist aber was, das hat sich noch nicht richtig durchgesetzt und deswegen werden eben nicht leitliniengerechte Antibiotikatherapien durchgeführt und das ist aus meiner Sicht die Mehrzahl der Antibiotikatherapien. Und da würde ich mich so weit aus dem Fenster hängen zu sagen, das sind wahrscheinlich irgendwie 80% oder zwei Drittel mindestens oder so. Und ganz stark vereinfacht, verallgemeinert, welche Folgen kann das dann haben, wenn das verschrieben wird, obwohl es gar nicht notwendig ist? Also es hat natürlich verschiedene Folgen. Eine Folge, die jeder wahrscheinlich auch schon mal gehört hat, das ist, dass natürlich die Resistenzen an der Keime zunehmen. Also diese berühmten Krankenhauskeime, diese multiresistenten Keime, die nehmen durch die Anzahl der Antibiotika, mit denen die traktiert werden, natürlich enorm zu. Also erstmal hat es eben insofern einen Schaden in der Volksgesundheit oder im Gesundheitssystem, wenn man so will. Also diese Patientengruppe nimmt enorm zu, die ist enorm schwer zu behandeln dann auch. Also für die muss man dann eben die Panzerschrank-Antibiotika aus dem Tresor holen, wie zum Beispiel die Fluoroquinolone manchmal, weil diese Keime, die mal im Anbeginn Wald- und Wiesenkeime waren, sich dann umgewandelt haben in multiresistente Keime und denen ist fast gar nichts mehr anzuhaben. Also das ist mal ein Schaden, der ganz allgemein ein enormes Problem darstellt. Und dann macht natürlich jedes Antibiotikum und nicht nur die Gruppe, die ich jetzt da behandle, sondern jedes andere auch Nebenwirkungen. Also obligate Nebenwirkungen sozusagen. Also es gibt kein Antibiotikum, was nicht die Darmflora schädigt zum Beispiel. Also es muss jedem klar sein, dass er mit seinem Antibiotikum, was er einnimmt, auch Bakterien schädigt, die für den Körper enorm wichtige Funktionen aufrechterhalten. Also das Immunsystem zum Beispiel, das darmständige Immunsystem läuft eben auch über Milliarden von Bakterien ab, die wir da im Darm haben. Und die kriegen das auch alles ab. Die kriegen die Antibiotika auch ab, sterben auch dann entsprechend ab. Man muss den Darm eventuell neu aufbauen. Viele tun das gar nicht, laufen dann jahrelang mit einer Darmflora rum, die halt nicht mehr robust ist, sind infektanfälliger und so weiter. Also die Nebenwirkungen der Antibiotika, da habe ich jetzt nur eine rausgegriffen, nämlich die Darmflora-Störung, die sind auch, wie soll ich sagen, fast obligat. Also bei vielen kann man eigentlich schon zusagen, dass die auftreten. Andere Antibiotika machen eben sehr häufig Nebenwirkungen in Richtung Erschöpfung und sowas, weil dazu muss man wissen, dass die Kraftwerke in den Zellen, die sogenannten Mitochondrien, ursprünglich mal in der frühesten Vorgeschichte, als wir da noch Einzeller waren und im Schlamm lebten, da waren das Bakterien. Da waren unsere Mitochondrien Bakterien und aufgrund der besonders guten Energiegewinnung, die die hatten, haben sich die großen Zellen diese Bakterien einverleibt und dann hat sich so eine sogenannte Symbiose entwickelt. Das heißt, das kleine Mitochondrion, die kleine Bakterie wurde geschützt durch die große Zelle und die große Zelle hat von der Batterie und von dem Kraftwerk der kleinen Zelle profitiert. Und daraus sind dann überhaupt erst
größere Lebewesen entstanden, Mehrzeller und zum Schluss eben auch Säugetiere, Menschen. Das wäre sonst gar nicht möglich, aber damit ist erklärt, warum jedes Antibiotikum eben auch, oder fast jedes, also 90% würde ich sagen, die Mitochondrien schädigt. Also weil das halt Bakterien sind, mal ursprünglich. Und deswegen sind die immer noch sensibel, wenn ein Antibiotikum da auftaucht und werden geschädigt. Deswegen gibt es eben so oft auch Erschöpfung danach und sowas. Also eine unnötige Antibiotikatherapie macht viel, viel mehr Probleme, als sie nutzt. Und besonders dramatisch ist es ja, wenn das schon im Kleinkindalter quasi anfängt und da schon dann sehr stark eingegriffen wird und dann natürlich das ganze Leben, also die Wahrscheinlichkeit immer höher ist, dass dann immer wieder zu Antibiotika gegriffen wird oder zu anderen Medikamenten, was natürlich insgesamt für die Gesundheit nicht gerade zuträglich ist. Genau, du sagst es. Also wenn jetzt ein Kleinkind, ein Säugling oder überhaupt jüngere Menschen häufig mit Antibiotika behandelt werden, dann ist es natürlich so, dass das gerade eben die Darmflora dann eben auch so geschädigt ist, dass sie sich eben häufig nicht wieder erholt oder man muss dann wirklich sehr, sehr intensiv therapieren. Und daraus entwickelt sich dann eine Infektanfälligkeit, die wiederum dazu führt, dass die Leute häufiger krank sind und damit eben auch wiederum häufiger Antibiotika kriegen. Das ist ein Teufelskreis, aus dem man dann kaum noch rauskommt. Also das klassische Beispiel ist eigentlich die Harnwegsinfektion bei jungen Frauen, die jetzt nicht so selten ist. Das ist, würde ich mal, ohne jetzt die Statistik zu kennen, würde ich sagen, es ist die häufigste bakterielle Infektion bei Frauen. So, und dann hat eine junge Frau eine Blasenentzündung, greift zum Antibiotikum oder kriegt es verschrieben. Dieses Antibiotikum, das die schiere Zahl von Patienten, die damit schon mal behandelt worden ist, die ergibt eine enorm hohe Rate an Fluorquinolon-Opfern, bei denen Harnwegsinfektionen entstehen. Wenn jetzt der Schutz durch diese Antibiotika-Behandlung eben auch dann erniedrigt ist, dann ist die nächste Blasenentzündung ja eigentlich vorprogrammiert. Und die ist dann wieder antibiotikapflichtig. Und das sind Patienten, die habe ich halt am laufenden Band. Bei Männern ist dann das zum Beispiel eben eine Sinusitis oder bei Männern gibt es eben häufig Probleme mit chronischen oder Prostataentzündungen. Also das sind ähnlich gelagerte Fälle, wo dann sich dann da wie soll ich sagen, so eine negative Kette verselbstständigt und die kommen da aus der Nummer überhaupt nicht mehr raus, die Leute. Ja, das ist, da stellt man sich natürlich die Frage, ist es jetzt wirklich nur Unwissenheit, dass die Informationen fehlen, also dass die Leute, die das verschreiben, die Ärzte nicht es nicht besser wissen, oder ja, was sind aus deiner Sicht die Ursachen für diese ja, für das Vorgehen, für diese Empfehlung? Die sind mannigfaltig. Also die Ursachen sind einmal die, das gibt es eben so ein Sprichwort auch für, was mir gerade nicht einfällt, aber auf jeden Fall ist es so, dass die Gewohnheit eine Riesenrolle spielt. Die Ja. Gewohnheit spielt eine Riesenrolle. Das heißt, ein Arzt lernt halt in seiner Laufbahn, in seiner jahrzehntelangen Arbeitskarriere, was er einsetzt und was er nicht einsetzt. Und dann wird es reflexartig auch gemacht. Also neue Dinge zu lernen, fällt auch Ärzten schwer, anderen Leuten fällt es auch schwer, aber Ärzten fällt es, habe ich manchmal das Gefühl, besonders schwer. Auf jeden Fall ist das ein Grund, glaube ich, warum viele von dieser Praxis nicht lassen können, mal eben Antibiotikum zu verschreiben. Der zweite Grund ist, dass unser Gesundheitssystem so aufgebaut ist, dass die sprechende Medizin überhaupt nichts wert ist. Also Sie können da einem Patienten eine Viertelstunde erklären, wie er als einen Harnwegsinfekt ohne Antibiotikum also behandeln kann. Sie können ihm aber auch in 3 Minuten ein Rezept für ein Antibiotikum aufschreiben. Ja, und für die Und viertelstündige Erklärung gibt es quasi keine Vergütung sozusagen. null, Null, null. genau. Also wer was anderes sagt, lügt, da gibt es gar nichts für. Da gibt es null für. Und deswegen ist jemand, der das dann trotzdem macht, der muss dann schon sehr
idealistisch eingestellt sein, wenn er das macht und wenn er das dann auch bei mehreren Patienten pro Tag machen muss. Und das sind viele Ärzte eben im Alltag dann auch nicht mehr. Heute ist tolles Wetter, die wollen dann eben auch nachmittags oder abends irgendwann mal nach Hause und so. Genau, und das Gesundheitssystem gibt da überhaupt keinen Freiraum. Ja, wenn das Gesundheitssystem genau andersrum aufgebaut wäre und man würde sagen, okay, also die Schulung des Patienten, die Präventivmedizin, das Erklären von Zusammenhängen, das ist uns wichtig und das wollen wir fördern und damit die Patienten halt verstehen, was sie richtig und falsch machen und so, ganze Sache anders laufen. Aber das passiert eben nicht. Das ist ein anderer ganz wichtiger Faktor, der dazu führt, dass die eben so schnell über den Ladentisch gehen oder über den Praxistisch und Patienten teilweise überhaupt nicht im Sprechzimmer landen. Ja, die, wenn es hochkommt, geben die ihren Urin ab, die Arzthelferin macht da so einen Urinsticks und schon liegt das Rezept auf dem Tisch. Also das gibt es auch. Es ist, also da gibt es viele Varianten, die alle nicht schön sind und die alle dann zu enormen Nachteilen führen können für die Patienten. Das heißt, man müsste das komplette Gesundheitssystem eigentlich umkrempeln, ganz neu aufziehen. Aber gefühlt sind wir ja noch meilenweit davon entfernt, gerade wenn man auch sieht, was die letzten Jahre so lief. Heißt in Konsequenz für mich, ich muss mich selber damit beschäftigen, ich muss mich selber informieren, ich muss selber auch Geld investieren, wenn ich jemanden brauche, der mir jetzt dabei weiterhilft, individuell, der sich Zeit nimmt, der die Erfahrung hat, der da vielleicht wirklich nach den Ursachen schaut und ganzheitlich ansetzt. Ansonsten gibt es da jetzt nicht wirklich eine Alternative, oder? Wie siehst du das? Ja, also du hast auf jeden Fall recht, dass ich der Meinung bin, dass die Patienten selber die Verantwortung übernehmen müssen für ihre Erkrankungen. Also wenn ich als Patient dreimal oder viermal in einem Jahr wegen einer Nasennebenhöhlenentzündung beim Arzt war, dann muss ich mich halt fragen, ist das die richtige Art der Behandlung, die ich da kriege? Warum kriege ich das immer wieder? Was muss ich, was kann ich vielleicht ändern und mich selber darum kümmern, wenn ich merke, dass mein Arzt sich die Frage vielleicht nicht stellt oder er keine Zeit dafür hat oder so. Also das ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt, den sehe ich immer, der steht bei mir immer mehr im Vordergrund. Und gerade bei den Fluoquinolon-Geschädigten merke ich, die machen es so. Die kümmern sich selber drum. Die haben Selbsthilfegruppen, die diskutieren untereinander und so. Aber es liegt auch daran, dass ihnen sonst keiner hilft. Die helfen, die müssen sich selber helfen. So. Das andere, was du gesagt hast, sehe ich jetzt nicht unbedingt so. Natürlich wäre es schön, wenn man das Gesundheitssystem komplett ändern würde und neu aufbauen würde. Das wird aber, glaube ich, nicht passieren. Ich bin da eher pessimistisch. Aber es gibt viele kleine Schalter, die man umlegen kann oder viele kleine Rädchen, an denen man drehen könnte, um das bestehende System zu verbessern. Also es würde jetzt zu weit führen, das zu erklären, aber es würde auf jeden Fall an vielen Stellen dazu führen, dass sich doch vielleicht die sprechende Medizin durchsetzt und so weiter. Was jetzt im Moment passiert, gerade das Gegenteil, Sören. Durch die Pandemie ist zum Beispiel eben die sprechende Medizin fast eingegangen. Die Leute sind ja noch nicht mal mehr in die Praxis gekommen, weil sie krank waren. Muss man sich mal vorstellen. Wer krank ist, darf nicht mehr in die Arztpraxis gehen. Das war ja, also da verkehrt sich ja aus meiner Sicht die Gesundheitswelt oder das Gesundheitssystem. Und das ganze Gesundheitssystem ist wieder einen Schritt zurückgegangen, eigentlich. Und es hat sich jetzt eigentlich mehr in die falsche Richtung entwickelt, finde ich. Ja. Und das sind halt Probleme, die sich jetzt erstmal wieder über viele Jahre, glaube ich, ausmerzen lassen müssen, wenn es dann einen Gesundheitsminister gibt, der das erkennt auch. Aber genau, da könnte man jetzt lange drüber sprechen. Das ist aber gar nicht unser Thema heute. Richtig. Lass uns weiter zu den Fluorchinolonen gehen oder nochmal da tief reingehen. Was unterscheidet die dann von anderen klassischen Antibiotika? Verschiedene Dinge. Also das eine ist, dass es die erste Antibiotikagruppe überhaupt war, die jetzt praktisch im Reagenzglas entdeckt worden ist, also die zwar auch mit über einen Zufallsweg entdeckt worden ist, da sollte eigentlich ein Malariamittel entwickelt werden und da hat man eben über Verunreinigung dann entdeckt, boah, guck mal, das Zeug, das ist ja auch gegen Bakterien, wirkt das ja auch.
Aber früher hat man sich die Antibiotika in der Natur gesucht, bestes Beispiel Penicillin. Und das ist das erste praktisch synthetisch hergestellte Antibiotikum, was es gibt. Und dieses Mittel hat eben so viele verschiedene spezifische Wirkungen auf die menschliche Zelle, wie sonst kein anderes Antibiotikum hat. Und es hat natürlich genau die gleichen spezifischen Wirkungen auch auf Bakterien und deswegen wirkt es auch so gut und deswegen gibt es das auch noch. Aber das macht diese Antibiotika-Gruppe so einzigartig, dass sie eben aufgrund ihrer enorm guten Wirkung eben auch die menschliche Zelle enorm stark schädigen kann. Kann, also muss nicht, aber kann. Wie weit ist der Einsatz verbreitet oder auch was denkst du, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung haben bereits Fluorchinolone eingenommen? Es gibt eine gute kanadische Studie, die das mal untersucht hat. Und Kanada hat ja auch so ein gleichzusetzendes Gesundheitssystem, also die westlichen Gesundheitssysteme, Kanada, Amerika, England, Europa, die tun sich da nicht viel. Und die haben herausgefunden, dass in Kanada etwa jeder zweite Patient in seinem Leben schon mal Fluorquinolon bekommen hat. Und das ist echt viel, ne? Das wären bei uns halt 40 Millionen. Also du schätzt, es geht hier in die ähnliche Richtung. Also das ist bei uns garantiert genauso, vielleicht sogar noch schlimmer, weil unser System ist halt noch gesättigter und noch reicher und da kann man die Sachen eben vielleicht noch schneller verschreiben. Also ich würde nicht denken, dass es viel weniger ist. Es könnte sogar mehr sein. Und Okay. dann muss man ja noch überlegen, dass die Fluorquinolone seit den 80er Jahren auf dem Markt sind. Das heißt, es ist jetzt kein neues Antibiotikum mehr. Deswegen ist, also glaube ich, das Ergebnis dieser kanadischen Studie für uns im Prinzip eins zu eins umsetzbar, würde ich denken. Heißt quasi auch, dass wahrscheinlich auch also der Einsatz dieser Fluorchinolone auch in den meisten Fällen eher nicht zwingend notwendig ist, oder? Wir haben ja schon generell bei Antibiotika darüber gesprochen und hier ist es wahrscheinlich nochmal ein bisschen extremer, oder? Ja, gerade. Also eben, genau. Das ist ja, ich weiß nicht, habe ich eben auch so schon gesagt, oder du, Panzerschrank-Antibiotikum. Das heißt, das wird nur ausgepackt, wenn die harten Bandagen benötigt werden. Und wir schießen halt mit Kanonen auf Spatzen. Das kann man wirklich jetzt so sehen, was die Antibiotika betrifft. Wir nehmen da diese Kalaschnikow, diese Fluorquinolone. Und mähen da irgendwelche harmlosen Keime nieder, die mit Penicillin oder anderen Antibiotika oder möglicherweise sogar ohne Antibiotikatherapie auch behandelbar wären. Gibt ja auch pflanzliche Mittel oder Eben, Vitalstoffe. es gibt pflanzliche Mittel, es gibt so viele andere Möglichkeiten, sich zu behandeln und sich zu kurieren, wenn man einen bakteriellen Infekt hat. Okay, und da nochmal eine Schätzung. Was denkst du, wie viele Fälle, in wie vielen Fällen ist es sinnvoll, und in wie vielen eher nicht? Oder auf wie vielen Fällen ist es zwingend notwendig, das anzuwenden? Es gibt keine andere Alternative. Und in wie vielen Fällen ist es nicht gerade sinnvoll? Bei Fluorquinolonen meinst Ja, du? was schätzt du Genau. so? Da ist natürlich, da zählen meine 20% von eben auch schon nicht mehr, sondern es ist viel, viel weniger. Ja. Die Amerikaner, die FDA, die jetzt auch, sagen wir mal, insgesamt eher pharmafreundlich ist, hat die Indikation für Fluorquinolone eingeschränkt auf Pest, Milzbrand und schwerste bakterielle Infektionen wie Lungenentzündungen durch multiresistente Keime, die durch keine anderen Antibiotika mehr behandelbar sind. Das sind die drei Gruppen, die in Amerika für Fluorquinolone noch zugelassen sind. Pest und Milzbrand. Hallo? Also nicht Harnwegsinfekt und Sinusitis. Also, und wenn man das mal umsetzt, dann ist wahrscheinlich nur noch 1 oder 2% der Patienten, die behandelt werden, haben ein Fluorquinolon nötig. Ja. Eigentlich müsste man auch bei jeder Gabe von Fluorquinolon, wenn es jetzt nicht eine Notfallsituation ist, fordern,
dass eine Kultur und ein Antibiogramm gemacht wird, um zu gucken, gibt es noch andere Antibiotika, die man einsetzen kann. Ja, Ja, man und kann. es müsste vorher doch auch ausgeschlossen werden, sozusagen. Und wenn jetzt nicht immenser Zeitdruck ist, vielleicht, dass man vorher noch andere Alternativen nutzt, oder? Bis man dann wirklich, warum auch immer, es geht nicht anders, dann mit dem Hammer Genau. komplett draufschlägt. Und Ja, wenn kein so Zeitdruck ist da ist, dann es. gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Richtig, es gibt so viele andere Möglichkeiten, dass, das hatte ich ja eben schon gesagt, dass Ja. selbst die Leitlinien der Fachgesellschaften diese Antibiotikagruppe in den meisten Fällen bei bakteriellen Infektionen quasi ausschließen und nur als Reservemittel noch einsetzen. Und das sind die Leitlinien. Also danach müssen wir eigentlich vorgehen. Das ist eigentlich das, wonach sich unser Gesundheitssystem richten sollte, die Leitlinien der Fachgesellschaften. Okay, wenn wir jetzt gehört haben, dass wahrscheinlich die Hälfte der deutschen Bevölkerung schon mal Fluorchinolone bekommen hat, manche wahrscheinlich auch mehrfach, kann ich mir gut Ja, vorstellen. richtig. Wie häufig treten Nebenwirkungen auf und wie fühlen sich Leute, die ja, die unter diesen Nebenwirkungen leiden? Nebenwirkungen treten witzigerweise, oder witzig kann man in dem Zusammenhang nicht sagen, aber interessanterweise gar nicht so häufig auf. Die Nebenwirkungsrate ist gering, sagen wir vielleicht 1 zu 1000 oder so. Das Problem ist mehr, dass diese Antibiotikagruppe halt verschrieben worden ist wie saure Drops. Also die sind halt verteilt worden an die Gesamtbevölkerung, habe ich ja eben gesagt, kanadische Studie, jeder Zweite hat so ein Ding schon mal gekriegt. Das heißt, die schiere Zahl von Patienten, die damit schon mal behandelt worden ist, die ergibt eben dann eben auch eine enorm hohe Rate an Fluorquinolonen Opfern oder Vergifteten. Ja, wenn das jeder Tausendste ist und du schreibst das Mittel einfach nur pro Jahr 10.000 Mal auf, dann ist das eine relativ überschaubare Gruppe. Wenn Ja. das aber Millionen von Menschen sind, die das kriegen, dann sind einer von 1.000 eben plötzlich numerisch ganz schön viel. Ja, und das sehen wir jetzt gerade in Deutschland. Also seit 40 Jahren ist das Zeug im Umlauf und wird vorrangig eben auch an junge Erwachsene und mittelalte Erwachsene verteilt. Das sind also alles noch Menschen, die jetzt auch noch leben und die jetzt immer noch mit ihren Nebenwirkungen rumlaufen und also auch die Anzahl der Gefloxten kumuliert sozusagen. Und das ist eine riesige Zahl. Die habe ich verglichen in meinem Buch. Und das kann man auch ungefähr nach den Zahlen, die es gibt, nach den Statistiken mit der Multiplen Sklerose. Also Multiple Sklerose ist die häufigste neurologische Erkrankung, soviel ich weiß. Und ungefähr genauso viele Patienten mit Fluorquinolon, mit schweren Fluorquinolonschäden laufen bei uns in der Bundesrepublik rum. Gibt es dazu eine Zahl? Also wie häufig ist Multiple Sklerose, damit man eine Vorstellung hat, wie häufig ist. Ich habe das jetzt leider nicht mehr genau parat, aber ich meine, dass jährlich 40.000 Patienten dazukommen. Also Okay. jährlich produzieren wir 40.000 Gefloxte und jährlich werden ungefähr 40.000 Patienten erkranken an Multipler Sklerose. Die Gesamtzahl ist natürlich viel größer, weil das Ganze natürlich immer kumuliert. Aber die Zahl habe ich noch im Kopf, also es müsste ungefähr hinkommen. Okay. Und könntest du noch mal zusammenfassen zum Schluss dieses Gespräches, wie sich der klassische gefloxte Patient fühlt? Du hast ganz am Anfang des Interviews gesagt, so chronische Müdigkeit, Energiemangel, hast ja auch was zu den Mitochondrien schon gesagt, zu den Zusammenhängen. Aber was sind so die meist vorkommenden Symptome? Das ist auch was bei dem Antibiotikum besonders ist, dass es an ganz vielen verschiedenen Stellen zu Erkrankungen führt. Also es ist nicht alles der gleiche Mechanismus, der das macht, sondern es sind unterschiedliche Störmechanismen, die in der Zelle dann Schäden anrichtet. Der wohl bekannteste Mechanismus ist die Störung des Kollagensystems. Also Kollagen, das ist der Stoff, aus dem Sehnen bestehen, Gelenkkapseln bestehen, Bänder, Gefäßwände.
Augen, Hintergrund, alles Mögliche besteht eben zum Teil zumindest oder manchmal auch komplett aus Kollagen. Diese Gewebe werden angegriffen und die bekannteste Nebenwirkung ist der Achillessehnenriss. Also da ist jemand, was weiß ich, ein junger Mann, der ist Dauerläufer, der kriegt wegen der Sinusitis Ciprofloxacin verschrieben und 2 Wochen später hat er eine Achillessehnenruptur. Da ist die Sehne durchgerissen, die eigentlich die nächsten 80 Jahre noch hätte halten müssen. Und das liegt zum Beispiel an dem Antibiotikum. Zweite Baustelle wäre, wie du es eben schon gesagt hast, die Erschöpfung. Also die Mitochondrien werden extrem geschädigt, teilweise so schlimm, dass manche Patienten gar nicht mehr aus dem Bett kommen, monatelang bettlägerig sind, bevor die sich so weit erholen, dass sie wenigstens wieder die notwendigsten Sachen erledigen können. Also die Erschöpfung. Die dritte Baustelle, die auch extrem schlimm sein kann, das sind neurotoxische Symptome, also da werden die Nervenfasern geschädigt von dem Antibiotikum. Und da vor allem die kleinen Nervenfasern, also das führt nicht wie bei der MS zur Lähmung, sondern es führt zu, die kleinen Schmerzfasern sind betroffen und die Patienten haben eben solche sogenannten neuropathischen Schmerzen, brennende Schmerzen, kaum aushaltbare, auch teilweise kaum behandelbare Schmerzen. Das ist die dritte Baustelle. Und die vierte ist, dass diese Antibiotikagruppe auch Gehirnveränderungen macht, also neuropsychiatrische Nebenwirkungen macht, weil sie einen ganz bestimmten Neurobotenstoff in seiner Funktion verändert, das sogenannte GABA. GABA ist ein Neurobotenstoff, der uns runterkommen lässt. Das ist sozusagen das natürliche Valium, das körpereigene Valium, das fehlt dann und dann kann man sich vorstellen, wenn diese beruhigende Wirkung weg ist, dann gibt es Panik, Angst, Selbstmordgedanken, Nervosität, das kann hingehen bis zu epileptischen Anfällen, die dann schon dokumentiert worden sind bei sowas, also dass das Gehirn richtig verrückt spielt. Auch sowas wie Schizophrenie vielleicht? Schizophrenie wäre jetzt eher eine Seltenheit, weil das hat mit, ich bin kein Neurologe, aber das hat mit dem GABA-System, glaube ich, jetzt nicht so viel zu tun. Aber zum Beispiel die Suizidalität von Patienten, die nimmt tatsächlich allein durch diese GABA-Störung so zu, dass sogar Selbstmorde dokumentiert worden sind darunter. Okay, und das gerade dieses Thema chronische Müdigkeit oder auch diese psychischen Themen, die sind ja schon relativ weit verbreitet, ne? Also wenn man jetzt mal Ja. so durch die Gesellschaft schaut und wenn du jetzt auch, wenn man jetzt die ganzen Zahlen mit einbezieht in diese Betrachtung, dann kann man sich ja schon zusammen, wenn man eins und eins zusammenzählt, dann kann man sich ja schon denken, dass da diese Fluorchinolone auch ein Faktor sein können oder eine Ursache sein können, wenn es Auf jeden Leuten Fall, so ja. geht. Das heißt, Genau. die Leute, die sich angesprochen fühlen bei diesen Symptomen, die sollten auf jeden Fall mal prüfen, ob sie sowas schon mal eingenommen haben. Und falls ja, dann wäre es ja ein Baustein oder dann wäre es eine Ursache dafür, wie es ihnen geht, eventuell plus auch ein Baustein bei der Therapie, wenn das dann richtig gemacht wird. Durchaus. Also die Dunkelziffer ist, glaube ich, von Patienten, die zum Beispiel eben mit einer chronischen Erschöpfung rumlaufen oder mit Sehnenproblemen und dann als Rheumatiker diagnostiziert worden sind oder die halt die Nervenschmerzen haben und kein Neurologe weiß, wo es herkommt. Also die Dunkelziffer ist hoch, die ist enorm hoch. Also ich glaube nicht, dass viel mehr als, sagen wir mal, höchstens ein Viertel der Patienten sich darüber im Klaren ist, über den Auslöser der Beschwerden. Also, dass es eben auch ein Antibiotikum gewesen sein kann. Das kann sogar auch schon länger her sein. Deswegen hast du völlig recht. Das muss man, oder das sollte man dann in so einem Fall vielleicht mal recherchieren. Ja, und was mir jetzt noch spontan einfällt, du hast jetzt schon ein, du hast gesagt, Ciprofloxacin ist quasi ein Antibiotikum dieser Gruppe. Aber es gibt ja noch weitere. Kannst du die vielleicht mal aufzählen, damit die Leute, für die Leute das greifbarer ist oder sie auch beim Recherchieren es dann finden? Oder was, Genau. wenn sie auch weiter recherchieren wollen, damit sie da dann noch die Ja. anderen Begriffe haben?
Also das häufigste Antibiotikum in der Richtung ist Ciprofloxacin, und Levofloxacin wird auch relativ häufig verschrieben. Dann gibt es eins, das heißt Norfloxacin. Wird inzwischen nicht mehr so viel verschrieben. Ofloxacin ist auch noch eins, was früher relativ beliebt war. Und Moxifloxacin ist ein relativ modernes aus der Gruppe, was so bei Lungenerkrankungen und sowas gern verschrieben wird. Also das sind die fünf eigentlich. Und man kann sich das halt ganz gut merken bei Blocks. den eben, also das Floxacin kommt eigentlich praktisch überall mit vor, diese Endung. Und da muss man aufpassen, wenn man ihn Okay. hört. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch mit diesem Video. Wir haben ja noch ein zweites geplant. Aber jetzt war jetzt quasi so ein bisschen der negative Teil. Was sind Fluocinolone? Welche Auswirkungen haben sie? Zu welchen Symptomen können sie führen? Warum werden sie eventuell verschrieben? Und im zweiten Part können wir dann darüber sprechen, ja, welche therapeutischen Ansätze es gibt und womit ihr auch gute Erfahrungen gemacht habt in der Praxis. Okay. Dann vielen Dank, lieber Stefan, und ja, bis gleich, beziehungsweise bis zum zweiten Teil. Mach's gut. Tschüss.